Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp, klipp, klapp. Und die Straße lang geht's auch noch. Nach Shambhala. Ja. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wenn ich noch eine Wand hochklettern muss. Sieh dich weiter um. Irgendwo muss ein Hinweis sein. Bist du sicher, dass er das ist? Es muss einfach. Ah, okay. Wir übersehen was. Die Dolche. Waren die jetzt nach oben oder nach unten? Wir kommen erstmal zurück zum nächsten Let's Play, beziehungsweise zum nächsten Video vom Let's Play. Uncharted 2 unter Dieben. Das ist ein ganz schön dickes Buch. Okay, das hilft uns so nicht. Aber ich glaube, die Dinger müssen nach unten. Genau. Was? Das ist es. Und wieder den Schlüssel reingerammt. Mist! Was machen wir jetzt? Bleib hinter mir! Hier durch! Fallen lassen! Ja. Na los! Zurück! Mist! Ich hätte dich töten sollen, als ich es konnte. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Zurück! Oh, drück doch ab, Kleine. Das überlebst du nicht. So, und du öffnest jetzt den Eingang zu Shambhala. Fahr zur Hölle. Kennst du dich mit Geschichte aus, Drake? Flüchtig. Ist zufällig eins meiner Hobbys. Genghis Khan, Saddam, Stalin, Pol Pot. Das waren alles große Männer. Aber wie kamen sie an die Macht? Du wirst es uns sicher gleich sagen. Weil sie den Willen hatten, das zu tun, was notwendig war. Mitleid ist der Feind. Gnade besiegt uns. Und wenn ihr keinen Beweis meines Willens folgt, dann lasst eure Waffen fallen! Tu es. Tretet sie weg. Also, du hast meinen Willen geprüft. Und jetzt werde ich deinen prüfen. Uns zu töten wird dir nichts nützen. Bei ihm hast du recht. Aber du? Wenn du ihm was tust, kriegst du überhaupt nicht. Tja, dann haben wir wohl ein kleines Problem. Außer, ich bring noch jemand ins Spiel. Bringt sie rein! Mist. Ah. Nimm die Finger weg! Jetzt geht eine mit gutem Beispiel voran. Und die andere ist Anreiz für deine Mitarbeit. Wähl eine. Das ist Blödsinn, Nate. Ja, lass dich bloß nicht darauf ein. Du willst meine Hilfe? Lass sie gehen. Das hier ist keine Verhandlung! Wen würdest du opfern? Und wen würdest du retten? Diese da? Willst du diese retten? Oder die hier? Hm? Lass den Scheiß! Hör auf mit deinem Spielchen! Ich tu, was du willst. Komm runter! Arschloch, dein Feuerzeug. Thank you.
sollte er durch jetzt abbrechen. Allmächtiger. Was ist das? Ich weiß es nicht. Finde einen Weg und bring's in Ordnung. Und nehm den da mit. Vielleicht läuft diesmal ja nichts schief. Und Mr. Drake. Keine faulen Tricks, verstanden? Gut, nach dir. Du hinterhältiger Mistkerl. Ja, ich hab halt beim Besten gelernt. Jetzt mach schon. Komm, du zuerst, Schätzchen. Ja, mit der Waffe bist du stark, was? Lauf mir nicht weg. Dranbleiben. Ich halte schon mit. Ich lass dich nur vor. Hm? Na, hier geht's um die Ecke. Moment, warte. Papa hat eine Knarre. Das Lazarevic mich noch nicht umgebracht hat. Hilf mir mal hoch, Kumpel. Geht doch. Oh, Vorsicht, das ist nicht weit. Hey! Sorry, ist das vielleicht im Weg? Schön, dass du Spaß hast. Ja. Nein, warte. Tut mir echt leid. Na toll. Das ist Kumpel. Traust du mir nicht? Siehst du, vertrau mir doch einfach, Mann. Na bitte, Schätzchen. Na los, du zuerst. Wehe, du führst mich in eine Sackgasse. Hier durch. Ich glaube, deine Wampe passt da nicht durch. Das sind schlechte Sprüche. Die kommen doch sonst von mir. Los, Flynn, beeil dich mal. Schieben. Ei, ei. Okay, Teamwork. Wie in alten Zeiten, was? Nein. Genau, da lang. Wie haben die den Karren bloß da hinbekommen? Na und, wir müssen nach ganz oben. Fast wie Stonehenge, was? Nein, hilf mir schieben. Hä? Sag mal, Nate, bist du irgendwie besoffen oder was? Du sollst da ranspringen. Na los, Mädchen. Auf geht's. Das ist doch deine Mutter. Jetzt kommen die Dein-Mutter-Witze. Deine Mutter ist so dick, die hat Gürtelgröße Äquator. Ego in Lebensgröße. Ja. Mach hier. Ich hoffe, du schaffst den Sprung allein. Meine Hilfe Was kannst du kannst, vergessen. Kann ich auch. Hilf mir, hilf mir. Nee, war ein Scherz. Nee. War hier irgendwas? Nee.
Wäldchen. Ah. Okay, machen wir sie auf. Sagt man noch nicht. Da ist noch eine Tür. Okay. Was musst du tun? Was müssen wir tun? Wart einfach hier. Wie üblich regle ich alles. Okay. Wirklich? Moment. Was? Die Symbole. Ich kenne die Symbole. Genau, das ist der endlose Knoten hier. Also hier diese Vierecke, vor denen ich da stehe. Diese, dieses Metallgestanzte. Ach nee, das ist das auch. Ach, egal. Gab's hier nicht irgendwo einen Hinweis? Ach, hier, doch. Genau, hier ist der Shintamani-Stein. Reingestanzt. Dann müssen wir jetzt gucken, was brauchen wir da? Schlange mit Apfel auf Kopf. So ein kleines Buch, so große Zylinder. Nö. Die Welt dreht sich weiter. Ja. Meine Langeweile wächst. Beeil dich mal. Warte. Ich muss mich konzentrieren. Okay. Müsste das sein? Jo. Und das ist sogar schon richtig. Mal kurz gucken. Jo, ist sogar schon richtig. Lass los, Ned. Lass los. So, und hier brauchen wir jetzt das andere. Sichel mit geschwungenem A. Schnauze da unten. Wir wollen Sadewitsch nicht verärgern, oder? Tu mir einen Gefallen, Fred. Achso, das ist sogar schon. Schieß mir die Ohren ab, bitte. Das ist sogar schon richtig. Das A mit der Boiler links. Das da. Achso, das war's schon. Was kommt denn da aus dem Boden? Komm, mach dich mal nützlich. Machen wir hier Getreide? Was soll das? Na bitte. Wasser! Bock hat, hier in einer Tour gegen die Viecher zu kämpfen. Da muss ich nämlich nur warten. Haltet ihn! Was sind das für Viecher? Hm.
Wächter, um Eindringling abzuschrecken. Na, das funktioniert ja super! Lazarevich, ich habe getan, was du wolltest. Lass sie gehen. Immer am Falschen. Aber du hast das letzte Blatt gespielt und verloren. Das ist wohl das Ende deiner Reise, Kumpel. Nein, noch nicht. Er soll Shambhala sehen und wissen, dass ich es ihm genommen habe, wenn er stirbt. Öffnet das Tor! Du warst mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge. Auf die Knie! Soran, wir hatten einen Deal. Ich dulde keine Verräter. Alles klar, ich nehme an, du weißt genau, wo der Stein zu finden ist. Du brauchst mich nicht mehr. Danke. Auf die Knie! Wir werden angegriffen! Was ist das? Sie sind überall! Schießt, Idiot! Oh, Schiss! Dafür liegen! Verdammte! Ah, okay. Da war jetzt das Ende. Wenn man den Kampf da in dieser Drehglockendingsbumshalle einfach darauf keinen Bock hat, dann einfach so ein bisschen einfach den Viechern einfach nur aus dem Weg gehen. Ich glaube, eine Minute oder so war das jetzt. Mehr war das nicht. Und dann, ja, kommt die Sequenz. Man musste eigentlich bloß warten. Wie davor auch in dieser Eishöhle. Da kam uns ja dann auch Sekt Namen vergessen, Gulchan oder so ähnlich. Und zu Hilfe, das einfach bloß Zeit schinden, mehr ist das nicht. Genau. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video fürs Fast-Finale. Fast, da fehlt nicht mehr viel, nur ein ganz klein wenig noch. Da sehen wir uns dann wieder. Wer das Video gesehen hat und meinen Kanal noch nicht kennt und sagt, Mensch, geile Let's Plays, dann einfach mal auf Abonnieren klicken, dann wird nichts verpasst. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dann. Tschüss.